Die Aufgaben des Landtags. Schnell erklärt vom jungen Hessischen Landtag. Tim und Thea sind auf dem Weg zum Landtag. Denn sie wollen wissen, was die gewählten Abgeordneten im Landtag so machen. Landtagslöwe Leo kennt sich aus. Die Aufgaben des Landtags schreibt die hessische Verfassung vor. Darunter fallen zum Beispiel die Regierungsbildung, die Regierungskontrolle und die Gesetzgebung. Eine Abgeordnete erklärt es den beiden genauer und lädt sie ein, sich die Arbeit der Abgeordneten aus der Nähe anzuschauen. Im Plenarsaal verfolgen die beiden die erste Sitzung des neuen Parlaments. In dieser konstituierenden Sitzung wählen die Abgeordneten die Landtagspräsidentin oder den Landtagspräsidenten und meist auch die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten des Landes. Wählen ist die erste Aufgabe der Abgeordneten im Landtag. Die zweite wichtige Aufgabe des Landtags ist es, Gesetze für das Bundesland Hessen zu beraten und zu beschließen. Diese Gesetze betreffen zum Beispiel die Bildungspolitik, die Verkehrspolitik oder die Polizei. Der Bundestag in Berlin dagegen bearbeitet Themen, die in ganz Deutschland gelten, wie etwa der Arbeitsmarkt oder die Außenpolitik. Gesetze geben Rechte und Pflichten vor und regeln so das Zusammenleben der Menschen. Mit den Gesetzen schreibt der Landtag der Landesregierung vor, wie zum Beispiel Steuergelder eingesetzt oder wie viele neue Lehrer eingestellt werden. Die Abgeordneten kontrollieren, ob die Regierung diese Vorgaben einhält. Die Kontrolle der Regierung ist die dritte wichtige Aufgabe des Landtags. Die vierte Aufgabe des Landtags ist es, Öffentlichkeit herzustellen, also sich mit den Bürgern auszutauschen und sie über aktuelle Themen der Landespolitik zu informieren. Auf der Besuchergalerie erleben Tim und Thea die Plenarsitzung hautnah mit. Tim staunt. Auch das Fernsehen berichtet über die Landtagsdebatten. Denn alle Entscheidungen des Landtags finden öffentlich statt. Nach der Plenarsitzung treffen sich Tim, Thea und andere Besucher mit Abgeordneten und diskutieren miteinander. Dieser Meinungsaustausch ist wichtig für die Abgeordneten. Damit erhalten sie Hinweise und Anregungen für ihre Arbeit. Jetzt haben Tim und Thea verstanden, was der Hessische Landtag macht und wofür er zuständig ist. Willst du mehr erfahren über den Hessischen Landtag? Auf der Website des jungen Hessischen Landtags findest du viele weitere Informationen und ein Video, das die Gesetzgebung im Landtag erklärt. Schau doch mal rein!